Ich möchte in dieser kleinen Einführung, von der jetzt fast schon die Hälfte der Zeit weg ist, zwei Anmerkungen machen. Die erste Anmerkung bezieht sich auf die Konstellation, auf den Untertitel dieses Themas Goethes Farbenlehre im Lichte neuerer Untersuchungen aus Physik, Wissenschaftsgeschichte und Philosophie. Die zweite Anmerkung, von der ich dann sehen muss, ob sie zeitlich noch möglich ist, die bezieht sich auf die Frage nach der Legitimation, der Selbstlegitimation dieser hier genannten Untersuchungen und möchte eigentlich mehr eine Frage sein, die ich uns gerne mitgeben möchte in diesen anderthalb Tagen. Anmerkung 1. Was für ein Bild haben wir heute von Goethe als Naturwissenschaftler, als Autor der Farbenlehre? Dieses Bild hat ja in den letzten 150 Jahren zahlreiche Prägungen aus ganz verschiedenen Perspektiven erfahren. Und von den Namen, die einem in den Sinn kommen können, wenn man überlegt, wer an diesen Prägungen dieses Bildes beteiligt war, möchte ich im Folgenden zunächst einfach mal einige nennen. Da ist zunächst Émile Dubois-Reymond, der 1882 in seiner Antrittsrede als Rektor der Berliner Universität Goethe und kein Ende diese Formulierung geprägt hat von der Farbenlehre als der totgeborenen Spielerei eines autodidaktischen Dilettanten. Ein Wort, das noch lange in verschiedensten Urteilsbildungen auch aus der Sicht der Physik im 20. Jahrhundert weitergewirkt hat. Hermann von Helmholtz, der sich lebenslang immer wieder sehr intensiv mit Goethes naturwissenschaftlichen Arbeiten befasst hat und dessen Urteil zwischen seinen berühmt gewordenen Goethe-Reden von 1853 und 1892 einen bemerkenswerten Wandel zugunsten Goethes erfahren hat. Darauf hat insbesondere Friedrich Steine hingewiesen. Weiter wäre zu nennen Rudolf Steiner, Herausgeber, Kommentator der naturwissenschaftlichen Schriften Goethes, Stifter einer Bewegung naturwissenschaftlicher Anknüpfungen an Goethe, die bis heute lebendig ist. Werner Heisenberg hat sich im Unterschied zu Physikerkollegen wie Max Planck, Max Born, Karl Friedrich von Weizsäcker, die sich gerne auch mal zu Goethe äußerten, sehr eingehend mit Goethes Naturbild und Wissenschaftsverständnis beschäftigt. In seinen bekannt gewordenen Arbeiten von 1959 und 1967 ringt er regelrecht darum, den sich farbenphysikalisch ins Unrecht setzenden zumindest für eine Ästhetik oder Phänomenologie der Farbe zu retten. Herr Hinrichs, den ich da hinten, glaube ich, schon gesehen habe, wird vielleicht darauf noch ausführlicher zu sprechen kommen. Weitere hier zu nennende Namen wären Albrecht Schöne mit seiner Arbeit über Goethes Farbentheologie oder Gernot Böhmes naturphänomenologische Anknüpfungen an Goethe. Die Urteilsbildung über Goethe als Farbenlehreforscher erscheint vor diesem Hintergrund, auch wenn er jetzt ganz unvollständig nur angerissen wurde, zumal aus physikalischer Perspektive längst abgeschlossen. Die entsprechende Literatur und Sekundärliteratur ist unüberschaubar groß. Und zugleich, und das zeigen gerade die letzten 15 Jahre, tun sich immer wieder überraschende Forschungslücken auf, erweisen sich etablierte Sichtweisen auf Goethe als entwicklungsbedürftig. Und ist die Zahl derer, die hier wissenschaftlich sichtbar arbeiten, überschaubar? Schaut man in diesem Sinne, wer sich hier in den letzten Jahren aus historischer, wissenschaftsphilosophischer und, das ist vielleicht die größte Überraschung, experimentalphysikalischer Sicht profiliert hat, wen man folglich einladen müsste zu einer Veranstaltung wie dieser, um sich die Ergebnisse dieser Untersuchungen vorstellen zu lassen, dann sind es nach meiner unmaßgeblichen Einschätzung die folgenden drei Experten. Erstens der Berliner Wissenschaftsphilosoph Olaf Müller,
Gibt es hier jemanden, der dieses Buch etwa noch nicht kennt? Ja? Der mit einer sympathischen Mischung aus Gerechtigkeitssinn, Respektlosigkeit und guten Argumenten neuen Wind in eine alte Debatte gebracht hat und der sich vorgenommen hat, für Goethe als Entdecker der Symmetrie komplementärer Farbphänomene von der Physik Satisfaktion zu erstreiten. Da ist ferner der Berliner Wissenschaftshistoriker Friedrich Steinle, der den Forschungsstil Goethes, seine methodische Arbeitsweise, im Kontrast zu Newton, vor allem aber im Kontext seiner eigenen Zeit, untersucht hat. Ich nenne hier einige Titel von Arbeiten, die für sich selbst sprechen können. Und drittens, schließlich für die Physik, der Physiker Matthias Rang, dem es durch eine fundamentale Umdeutung im tradierten Invertierungsverständnis erstmals gelungen ist, experimentell zu zeigen, unter welchen Bedingungen sich spektrale Farbphänomene als Komplementärphänomene im Sinne Goethes vollständig symmetrisieren lassen. Die Kernaussagen seines Papers vom vergangenen März im Physikjournal der Zeitschrift der Deutschen Physikalischen Gesellschaft sind hier kompakt aufgeführt. Goethe entdeckte die Komplementarität als Symmetrieeigenschaft spektraler Phänomene. Komplementäre und inverse spektrale Zustände folgen aus der Energieerhaltung des optischen Systems. Komplementäre Spektren entstehen simultan an einer verspiegelten Spaltblende und bedingen sich funktionell wie Transmission und Reflexion an einem Interferenzfilter. Sie werden heute Mittag in der Ausstellung Gelegenheit haben, diese Technologie dort live kennenzulernen. Die entsprechenden Experimente stellen symmetrisierte Verallgemeinerungen der Experimente Newtons dar. Also nicht etwa irgendwelche Gegenexperimente oder so etwas. Ja. Die drei genannten, es ist kein Geheimnis, Sie haben es dem Programm entnommen, Sie sind hier. Herzlich willkommen. Ja. Es ist dem Geschick des Veranstalters zu danken. Und sie legitimieren die Rede von den neueren Untersuchungen im Untertitel dieses Symposions. Zu unserer Konstellation gehören aber noch mehr. Der erste, der die Invertierung, das heißt die Vertauschung von hell und dunkel in den Experimenten Newtons, systematisch, wenn auch noch außerhalb des akademischen Rahmens verfolgte und an den Matthias Rang anknüpft, das war der norwegische Romancier, Verfasser ungezählter Kriminalromane und Anthroposoph André Bjerke. Das ist eine interessante Mischung. Nicht? Bjerke betrieb Mitte bis Ende der 50er Jahre im Keller der Universität Oslo einen konspirativen Arbeitskreis zur Farbenlehre, in dem erstmals die Invertierung des Experimentum Crucis Newtons mit gekreuzten Prismen gelang. Auch dieses Experiment können Sie heute Mittag in der Ausstellung von Matthias Rang vorgeführt sehen. Der jüngste Teilnehmer dieses Kreises war der Physiker Torger Holzmark. Was Bjerke säte, hat Holzmark geerntet, könnte man etwas verkürzt sagen, wenn man die umfassenden wissenschaftlichen Beiträge Holzmarks zu einer bildoptisch erweiterten Farbenlehre überblickt. Von ihm, Holzmark, der übrigens über Jahrzehnte aktives Mitglied im Deutschen Farbenzentrum war, stammt insbesondere das erste theoretische Konzept zur Symmetrisierung des Newtonschen Experimentum Crucis. Das Paper wurde 1970 im American Journal of Physics veröffentlicht. Warum ich diese Geschichte erzähle, wird jetzt deutlich. Komplettiert wird nämlich der skandinavische Impact zur Farbenlehre durch den schwedischen Physiker Per Sällström, einen Freund und Arbeitskollegen Holzmarks, der den weiten Weg aus Järna nicht gescheut hat und heute hier ist. Good to see you, Per. Per gelang 1976 die experimentelle Übersetzung des von Holzmark vorgeschlagenen Invertierungsverfahrens und damit der Nachweis,
der von ihm sogenannten monochromatischen Schattenstrahlen. Über das Experiment ist später eine kleine Filmdokumentation entstanden, die zufälligerweise morgen Nachmittag nach Abschluss dieses Symposiums in der Volta-Halle gezeigt und vom Autor kommentiert wird. Zum Umfeld von Matthias Rang gehört Johannes Kühl, Physiker und Leiter der naturwissenschaftlichen Sektion am Goethe-Anum in Dornach, der Matthias Rang über Jahre hinweg die Entwicklung seiner Experimente im Forschungsinstitut am Goethe-Anum ermöglicht hat. Von ihm selbst liegt eine Einführung in die Farbenlehre Goethes mit besonderer Rücksicht auf Phänomene der atmosphärischen Optik vor. Ich komme nun nochmal auf Olaf Müller zurück. Neben Matthias Rang gibt es nämlich einen weiteren, den er als Zeugen für die experimentelle Weiterentwickelbarkeit der Farbenlehre Goethes anführt. Und das ist der Wiener Künstler und Farbenforscher Ingo Nussbaumer. Nussbaumer hat 2008 eine Zusammenfassung seiner langjährigen Farbenlehre-Studien vorgelegt. Sie dokumentiert tiefgehende Analysen der newtonschen wie der goetheschen Experimente und stellt eine Serie eigener experimenteller Entwicklungen und Installationen vor, die an der Grenze zwischen Kunst und Wissenschaft angesiedelt sind. Der bisher genannte Referentenkreis, meine Damen und Herren, den ich Ihnen damit aus einer vielleicht etwas unüblichen Perspektive als eine charakteristische Konstellation versucht habe vorzustellen, ist umgeben von vier weiteren Sprechern, die ich im Folgenden ebenfalls begrüßen möchte, mit ihrer Erlaubnis weniger ausführlich, dafür aber umso herzlicher. Olaf Müller hat nämlich Gott sei Dank nicht nur Freunde, die sich von seiner Sicht der Dinge überzeugen lassen, sondern eben auch solche, die ihre Freundschaft durch hartnäckige Kritik unter Beweis stellen. Das ist zum einen die bekannte Physikphilosophin Brigitte Falkenburg, die ein bisschen später heute zu uns stoßen wird. Und das ist zum anderen der Wissenschaftsphilosoph Tim Lampert aus Berlin. Herzlich willkommen. Vom Deutschen Farbenzentrum war bereits die Rede und so freue ich mich, den langjährigen Vorsitzenden des Farbenzentrums, Axel Büther aus Wuppertal, begrüßen zu dürfen, der seine Perspektive auf Goethes Farbenlehre als Experte für visuelle Kommunikation beitragen wird. Als Vertreter der Universität Basel ist der Philosoph Gunnar Hindrichs gewissermaßen der akademische Gastgeber vor Ort. Ja? Er ist nur scheinbar der Letzte, den ich hiermit begrüßen möchte. Ich habe ihn bereits zu Beginn im Zusammenhang mit Heisenberg genannt und ich bin persönlich besonders gespannt auf Ihren Beitrag über Heisenbergs Auseinandersetzung mit der Farbenlehre Goethes. Das war meine erste Anmerkung, mit der ich gewissermaßen den Kreis der Sprecherin, der Sprecher in der besonderen Konstellationshaftigkeit, die hier irgendwie eingetreten ist, gerne vorstellen wollte. Ich habe noch 5 Minuten Zeit. 10. Ja, ich glaube, ich brauche nur 5. Meine zweite Anmerkung, die fällt nämlich wesentlich kürzer aus. Sie erinnern sich, dass ich auf den Obertitel, auf dieses Zitat im Obertitel zu diesem Symposium zurückkommen wollte. Diese Anmerkung betrifft die nicht ganz einfache methodische Frage, ob und wenn ja, wie sich die hier angeführte Forschung aus ihrem Gegenstand selbst heraus legitimieren kann. Lässt sich dafür so etwas wie ein Kriterium angeben? Dieses wäre konsequenterweise bei Goethe selbst zu suchen. Ich möchte einen Vorschlag machen. Als die Farbenlehre veröffentlicht war und die überwiegend ablehnenden Reaktionen dazu verklungen waren, kehrte Stille ein. Goethe vermied es, seinen Gegnern zu antworten. Er schwieg. Und nicht nur die spätere Goethe-Forschung, sondern bereits seine Freunde haben Goethe selbst nach dem Grund für dieses Schweigen befragt. Im 4. Heft des 1. Bandes seiner zwischen 1817 und 1822 herausgegebenen Zeitschrift Zur Naturwissenschaft im Allgemeinen
bricht er das Schweigen und erklärt sich. Er habe sich entscheiden müssen und sich gegen den Streit und für die unerschütterlich fortgesetzte Tätigkeit entschieden. Dann kommt er auf die sogenannten Anhänger Newtons und das alte Kastell der Newtonschen Lehre zu sprechen und schreibt: Mir aber können Sie nichts zerstören, denn ich habe nicht gebaut. Ich habe nicht gebaut. Aber gesät habe ich und so weit in die Welt hinaus, dass sie die Saat nicht verderben können. Und wenn sie noch so viel Unkraut zwischen den Weizen säen. Das hat mir zu denken gegeben. Warum? Weil sich hier etwas andeutet, Wissenschaft nicht in der Logik von Gebäudestatik zu verstehen, sondern in der Logik von Lebens- und Entwicklungsprozessen. Das ist ein starkes Bild, das ich jetzt nicht germanistisch ausdeuten möchte, das könnte man machen, ja, was sind das für Konnotationen und was sind das für Bilder und so weiter, aber zumindest kann man sich fragen, habe ich mich gefragt, was macht jemand? Was macht jemand, der sät? Der geht über einen Acker, der sät und dann übergibt er irgendwie die Saat. Wem eigentlich? Sich selbst. Anderen Kräften, die irgendwie auch beteiligt sind, die irgendwie da sind. Also die Dinge für sich selber sprechen lassen können, darauf vertrauen können, dieses Vertrauen, die Sicherheit, dass diese Saat sich selbst überlassen werden kann, spricht irgendwie aus diesen Zeilen. Wo leben die Keimlinge aus Goethes Saat, wenn es sie gibt? Und wie stellt man sich dazu als Forscher? Diese Frage wollte ich gerne uns mitgeben und komme damit pünktlich zum Ende. Ich danke Ihnen, damit schließe ich meine kleine Einführung. Ich wünsche uns unterhaltsame, lebhafte Diskussion. Vielen Dank.